Eine ganz entscheidende Frage ist die nach der Art und dem Umfang der Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, die wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stellen. Mit Tweetback möchte ich heute einen Dienst vorstellen, der sehr viele dieser Möglichkeiten unter einer Oberfläche vereint, was eben den Vorteil hat, dass man parallel zur Videokonferenz nur ein einziges Browserfenster noch benötigt, um, wie gesagt, ein Chat, eine Umfrage, einen Feedback-Kanal und Rückmeldekanal anzubieten. Schalten wir mal kurz um auf die Webseite tweetback.de, ein Dienst aus Deutschland. In der Datenschutzbestimmung heißt das ganz klar, dass keine personenbezogene Daten erhoben werden, außer natürlich die typischen Daten, die beim Surfen anfallen, die Metadaten oder eben die Daten, die freiwillig in dieses Feedback-Tool auch mit eingegeben werden. Ansonsten gibt es eine kostenlose Variante und auch Bezahlaccounts. Die Bezahlaccounts, die grenzen sich einfach durch zusätzliche Funktionen nochmal ab. Aber all das, was wir jetzt hier zeigen, ist mit der kostenlosen Variante möglich. Als erstes geht es ja darum, eine Veranstaltung, eine Session zu erstellen. Und das tue ich hier rechts oben auf Session erstellen und habe jetzt hier verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, die ich auswählen kann. Befragung, Chatwall, Quiz, Panikbutton, da wir uns alles anschauen wollen, ja, wähle ich jetzt auch alles aus. Ich klicke auf unten, hier unten auf Lass mich loslegen und schon erscheint der Raum für unsere digitale Veranstaltung. Hier auf der rechten Seite gibt es jetzt Befragung, Chatwall, Quiz, Panik und Session, verschiedene Funktionen und Rubriken. Und hier unter Session sehen wir eben auch die Möglichkeit, die Veranstaltung zu sperren, die Ergebnisse zu exportieren. Und wir sehen hier auch den Link, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen, um in diesen Raum reinzukommen, um auch mitmachen zu können. Für diesen Zweck öffne ich jetzt mal ein Inkognito-Fenster, um, wie gesagt, die anonyme Teilnahme eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin zu simulieren. Hier wird der Link eingegeben und schon komme ich jetzt, wie gesagt, auf die Oberfläche der Veranstaltung. Wir fangen jetzt mal mit der Befragung auf dieser Seite an. Ich lege eine neue Befragung an. Ich wähle den äußerst originellen Namen Test und habe die Möglichkeit, jetzt verschiedene Optionen auszuwählen. Entweder Text, geschlossene Frage, ein Rating, offene Frage und wähle das Rating, was wir zum Beispiel sehr oft machen bei Fachtagen. So eine Zwischenfrage, wie hat der Vortrag gefallen? Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Sterne-Voting einzurichten mit 5 Sterne, kann dann auch noch eine Beschreibung angeben, kann die Anzahl der Symbole auch verändern. Sehr gut, gut, geht so, schlecht, mies. Kann auch noch mal weitere Fragen auch noch mal hinzufügen. Klicke dann auf Befragung abschließen. Jetzt ist die Frage allerdings erst vorbereitet und noch nicht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv. Das heißt, ich wähle mir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach meine Abfrage der Wahl und klicke dann hier auf diesen Start-Button, diesen Power-Button. Und wenn dieser orange ist, ist die Umfrage aktiv, die Befragung aktiv. Und wir sehen hier im Fenster des Teilnehmers, dass jetzt hier bei Befragung eine Notifikation aufgeploppt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe und draufklicke, dann ist diese Befragung aktiv und ich kann jetzt auswählen, absenden und sehe dann als Anbieter direkt, ah, es gibt schon eine Antwort. Und wenn ich hier draufklicke, wird mir auch schon eine Auswertung grafisch aufbereitet angezeigt. Das kann ich jetzt so lange machen, bis alle abgestimmt haben, kann dann zurück zur Übersicht gehen und dann die Befragung einfach schließen. Und genau in dem Augenblick wird auch den restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern angezeigt, aha, es ist also keine Befragung mehr aktiv. So kann ich also sicherstellen, dass auch immer nur die Befragung zu sehen ist, die ich jetzt gerade im Kontext der Veranstaltung auch anbieten möchte. Hier unten drunter gibt es die Chatwall. Das ist einfach ja eine Chatwand, eine Chatmöglichkeit. Und ich kann jetzt hier oben einstellen, ist dies ein moderierter Chat. Das heißt, müssen alle Beiträge erst im Vorfeld freigeschaltet werden von mir als Administrator. Kann man standardmäßig anonym senden, Antworten deaktivieren. Ich kann die Chatwall auch beenden. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen einfach dann in diese Chatwall, indem sie in ihrem eigenen Navigationsmenü auf Chatwall klicken und haben dann die Möglichkeit, einfach eine Nachricht zu schreiben.
Jeder User, jede Userin, die nicht angemeldet ist, erscheint mit einem kryptischen Wert hinten dran, kann aber trotzdem nochmal anonym auch posten. Das heißt hier Hallo in die Runde, auf Absenden und schon wird dieser Post anonym gesendet und erscheint auch allen anderen anonym. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben jetzt die Möglichkeit auch zu antworten. Selber Hallo oder eben auch das Schöne, hier gibt es zum Beispiel auch eine Like-Funktion, das heißt jeder Post, jede Antwort kann mit einem Like versehen werden und man kann sich dann auch, das ist auch für den Host zum Beispiel, den Administrator interessant, sich die Reihenfolge verändern und zwar beliebteste zuerst auswählen, dann werden nämlich die Fragen mit den meisten Likes oder Votes im Prinzip oben angezeigt. Das ist zum Beispiel sinnvoll als Frage- und Antwort-Tool in einer digitalen Veranstaltung, wenn ich sage, okay, eure Fragen geht's bitte über die Chatwall. Und wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann eine Frage sehen, die für sie selber interessant ist, dann klicken sie eben auf diesen Like-Button und ich bekomme eben die Fragen mit der höchsten Resonanz, bekomme ich oben angezeigt und kann diese priorisiert auch beantworten. Und wenn ich eben eine Frage beantwortet habe, dann kann ich hier als Host auch zum Beispiel auf Ausblenden klicken und die Frage aus meiner To-Do-Liste rausschieben, sie ist beantwortet und dann kommt die nächste Frage dran. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, sehr schöne Methode, um vielleicht auch bei größeren Veranstaltungen mit der Flut von Fragen auch zurechtzukommen, diese zu sortieren und auch sichtbar zu machen. Ansonsten gibt es hier noch eine Quiz- oder Umfrageoption. Das heißt, ich klicke hier mal auf das Plus und erstelle mal gerade eine Umfrage und eine der wichtigsten Fragen in digitalen Formaten wollen wir Pause machen. Das wird leider immer noch sehr oft unterschätzt, die Pause und auch der Bedarf nach Pausen. So kann man eben ganz schnell zum Beispiel auch diesen Bedarf feststellen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit Multiple Choice, was jetzt bei dieser Frage wenig Sinn macht. Ich habe auch die Möglichkeit automatisch beenden. Das heißt, ich kann einen Zeitslot angeben, einen Countdown und dann nach 10, 20, 30 Sekunden wird die Umfrage automatisch beendet. Die Ergebnisansicht, dann habe ich hier die Wahl zwischen Schnellwahl, also entweder Ja, Nein oder AB, ABC. Ja. Ich habe aber auch die Möglichkeit, manuelle Angaben der Antworten zu machen oder eben auch eine offene Textauswahl. Für diese Frage reicht natürlich Ja, Nein als Schnellwahl und ich klicke hier auf Start, um die Umfrage auch zu starten. Und sobald sie aktiv ist, erscheint auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Quiz eine Notifikation und sobald ich hier drauf klicke, kommen Sie eben auf die entsprechende Frage und können abstimmen und die Ergebnisse werden mir direkt in Echtzeit angezeigt. Der Panik-Button, die Panikfunktion ist im Prinzip eine stille Feedback-Funktion für den Referenten oder die Referentin. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so verschiedene Buttons, die zur Verfügung stehen. Und hier kann man so kurzes Feedback geben. Zu schnell, zu langsam, zu leise, bitte um ein Beispiel. Und klicken dann einfach hier drauf. Und dieses Feedback wird dann automatisch übertragen. Und wir sehen jetzt hier direkt in der Seitenleiste, schwarz hinterlegt, ploppt jetzt auf, bitte ein Beispiel. Das ist jetzt eine Rückmeldung, die jetzt einfach gekommen ist. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben einfach stilles Feedback und ich bekomme das auch jedes Mal angezeigt, kann aber dann auch hier draufklicken auf Panik, um mir dann einfach auch nochmal die ganzen Ergebnisse alle anzeigen zu lassen. Wie gesagt, Tweetback ist meiner Meinung nach wirklich ein ziemlich cooles Tool, um einfach in Veranstaltungen verschiedene Kommunikationskanäle und auch Möglichkeiten zu bündeln und auch strategisch oder im Rahmen des Konzeptes zur Verfügung zu stellen. Ja, es muss ja nicht jede Umfrage jederzeit auch irgendwie aufrufbar sein. Von daher probiert das doch einfach mal aus oder vielleicht habt ihr das ja auch schon mal ausprobiert. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Dienst findet, was euch vielleicht auch so fehlt. Lasst uns mal darüber diskutieren, wo vielleicht auch die Grenzen des Feedbacks und der Rückmeldemöglichkeiten digitalen Formate sind. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis bald, macht's gut und tschüss.